Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter. Oh yeah. Und Freunde, wisst ihr, was heute passiert ist? Ich habe das Maximum Level an Pech erreicht. Mehr geht nicht. Es geht einfach nicht mehr. Mehr Pech kann man nicht haben, Freunde. Und ich nenne dieses Level an Pech. Pech-Level over 9000. Denn, Freunde, ich hoffe, ihr sitzt. Ich hoffe, ihr sitzt wirklich. Denn jetzt kommt's. Der ein oder andere von euch wird Adventure-Kapitalist kennen. Das, was Gronkh ab und zu in seinem Stream spielt. Und das spiele ich auch. Sowohl am PC als auch jetzt auch auf dem Tablet während der Arbeit, weil ich Langeweile habe. Und da habe ich gestern erst angefangen. So. Ich habe bis zur Bank gerusht. In dem Spiel geht es darum, Geld zu erhalten, um dieses dann wieder zu investieren. Allerdings mit der Begrenzung, dass man immer auf dieses Geld warten muss. Gerade am Anfang dauert das Warten sehr lange. Bei der Bank musste ich 2 Stunden warten, um 146 Billionen zu bekommen. Eine Unmenge an Summe, wo ich alles reingesteckt habe, was ich so an Geld hatte, um dieses Geld zu bekommen. So. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, 2 Stunden ist schon eine verdammt lange Zeit, auf das man warten muss, um dieses Geld zu erhalten, wo man wirklich ewig rein investiert hat, seine letzten Kröten rein investiert hat von diesem Spiel. Und dann seht ihr so den Timer, wie er von 5 runterzählt. 5, 4 und ihr seid voll bereit, auf den Knopf zu drücken, um das Geld dann irgendwo rein zu investieren, wo ihr es unbedingt haben möchtet. So, und ich stand dann schon bereit. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann, genau bei 1, hat mein Akku plötzlich nur noch 10% gehabt und dieser Pop-up ist aufgetaucht. Sie haben nur noch 10% Akku. Und ich denke, ah, so ein Scheiß, egal, drückst du weg. So. Dann sehe ich nur, wie der Timer von der Bank wieder auf 2 Stunden zurückgegangen ist und ich habe das Geld nicht erhalten. Dieses scheiß Pop-up hat das Spiel verbuggt. Ich habe 2 verdammte Stunden auf diesen dreckigen Bildschirm gestarrt, um diese 146 Billionen zu erhalten. Aber am Arsch! Das Spiel wollte es nicht. Sorry, Freunde, dass wir jetzt 2 Minuten, 3 Minuten fast verschwendet haben dafür, aber. Es kann nur besser werden, Freunde. Es kann nur besser werden. Wenn man das Maximum an Pechlevel erreicht hat, dann kann es nur noch aufwärts gehen. Es kann ja nicht mehr schlimmer werden, Freunde. Es kann nicht schlimmer werden. Also von daher, alles wird gut. Übrigens füllt sich langsam meine Namensliste. Verzeiht mir, wenn eure Namen ein bisschen länger dauern. Wir brauchen nämlich unbedingt ein paar mehr Leute. Ihr werdet alle noch drankommen. Macht euch da mal keine Sorgen. Macht euch da mal keinen Stress. Alles wird gut. Seht ihr, da wird schon ein neuer von euch produziert. Und ich bin nicht betrunken, sondern liebestrunken. Ja, der war schlecht. So. Wir sammeln mal alles ein und wir kriegen natürlich ein neues Mannequin. Ich hoffe, du bist intelligent und bist ein Weibchen. Naja, Weibchen ist schon mal richtig. Der Rest ist falsch. Gut, naja. Was hast du mir mitgebracht, Dude? Oh, der gute alte Zero. Der gute alte Zero, die hat mir ein bisschen was mitgebracht. Wir gucken mal, was hier so ansteht. Die sind natürlich alle tot. Selbstverständlich. 2 Stunden haben, na gut, war nicht viel, aber gut. Oh, okay. Das heißt, wenn sie tot sind, zählt die to Zeit trotzdem weiter. Ich verstehe. Tobias, du hast nur 2 Sachen gesammelt, bis du verreckt bist? Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Das geht ja mal gar nicht. Also schäm dich jetzt mal. In die Ecke! In die Ecke mit dir und schäm dich. 2 Sachen. Dafür habe ich dich gestern losgeschickt und dafür habe ich dich wiederbelebt. So sollte das aussehen, mein lieber Freund. So und nicht anders sollte das aussehen. Ja, die Todeszeit zählt mit. Das ist schon mal interessant zu wissen. Vielleicht sollten sie das doch verbessern. So, wir hatten noch einen dritten Toten, ne? Unsere Sharon, die Glückliche, hat nur einen. Okay. Okay, Tobias, du bist wieder in meiner Gnade gestiegen. Ab jetzt ist Sharon eine Versagerin. Es tut mir leid, Sharon. Ich glaube, das ist sogar keiner von euch. Sharon hat versagt.
Sharon hat sowas von versagt. Alter Schwede. Dass ich dich wiederbelebe, kannst du von Glück sprechen. Mädel, Mädel, Mädel. So, sammeln wir es ein. Wieso ist kein Kind erwachsen geworden? Ich hätte schwören können, ein Kind wird erwachsen, aber gut. So. Unsere Mädels und Jungs haben jetzt plus 5. Auf 7 möchte ich gerne schon gehen mit denen. Das heißt, 2 Tage werden wir sie noch trainieren lassen. Und dann schicken wir sie auf jeden Fall in die Wasserbearbeitungsanlage, damit sie da ein bisschen Spaß haben. So, du bist eine Stärke, Fuzitossi. Dann geh mal da rein. Ja, Bewohner voll, das ist ungünstig. Bauen wir noch eine Baracke gleich hier nebenan, damit wir sie halt. Deswegen haben wir kein Kind bekommen. Wir haben ein Mädel. Ich werde sie jetzt noch nicht benennen. Wir gucken erstmal, was sie so drauf hat, ne? Wölfe, was ist denn los mit dir, Zero? Schlecht drauf oder was? Na, er muss sich erstmal erholen. Er muss sich erstmal erholen. So, wo ist unser kleines Gör? Da. Nein, du nicht, Lisa. Nein. Alter, versteck dich nicht hinter der Wampe. So. P? Haben wir P gezüchtet? Ich glaube, ah, wir haben gestern P gezüchtet. Ja, wo? Noch ein Mädel. Hui. So. Stärke. Aber das war doch unser. Raum entriegelt. Perfekt. Das war doch unser Craig. Ach, der ist unterwegs, ne? Natürlich, er hatte Stärke voll. Aber unglaublich, da hat mal der Mann dominiert. Das heißt, man könnte tatsächlich irgendwie eine Frau herstellen mit Intelligenz. Haben wir aber jetzt Gott sei Dank nicht. Nö. Nötig. Ich wollte gerade bauen. Wo ist meine Maus? Nicht im Bild. Gut. Das wollte ich nur wissen. Oh Mann. Ja gut, Zero ist da und wartet. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht sollten wir noch jemanden hinschicken. Aber die Serie überlebt. Er wird höchstwahrscheinlich sterben, weil er nur die Hälfte an Leben hat. Aber naja. So, Mädel, beeil dich. Komm, Zero, du hast eine heftige Waffe. Und außerdem bist du nach mir benannt worden. Das wirst du ja wohl hinkriegen, ne? Easy going. Wieso hast du so eine billige Waffe? Nehmen wir was Besseres. Hier. Schrotflinte ins Gesicht. Komm schon. Wir sammeln so lange mal ein bisschen was ein. Okay. Da, aus dem Weg. Zero ist fast gestorben. Gut. Da, Jagdflinte. Zieh durch. Da ist der erste schon umgefallen. Moment. Ich habe gehofft, dass Bonnie nicht mehr schwanger ist, aber ich glaube, das werden wir in diesem Leben nicht mehr erleben. Und Frau Troller hier vorne, die gerade weggerannt ist, wie so eine Wahnsinnige, die ist ja erst vor kurzem schwanger geworden. Gut. Oder auch schlecht. Wir haben also immer noch keine Intelligenzbestie bekommen. Das ist schade. Aber wir haben sie auch gerade erst gepaart, ne? So. Genau. Mit dir. Banshee. Du solltest dich erholen. Und er hat sich soweit erholt. Er hat sogar 100% Zufriedenheit. Gut, er ist Vater geworden. Kann man verstehen. Ach, ich kann den Raum nicht entriegeln. Jetzt mach das Ding endlich mal kaputt. Geht doch. Meine Güte. Was waren unsere Aufträge derzeit? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, ganz easy going, ja? Wir könnten quasi jemanden losschicken zum Sterben. Bis morgen. Wir werden heute auf jeden Fall noch 2 Leute losschicken, damit sie sterben und damit ich 6 Stunden lang erkundet habe. Und dann hätten wir das auf jeden Fall auch durch. Das freut mich doch. Leider dauert es insgesamt einen Tag. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja. So, Mädel, Sie dürfen hereinkommen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Attraktion über Attraktion. Eine Schwangere, die niemals ihr Kind gebärt, zum Beispiel. Klassenzimmer ist gebaut. Ist gebongt und gebaut. So, und das bauen wir natürlich hier direkt gegenüber. Es wird nämlich links ein Dreier-Stack, rechts ein Dreier-Stick und überall Dreier-Stacks. So. Dann sammeln wir unsere ersten Intelligenzbestien mal ein hier. Oder Intelligenzbestien ins B. Sie ist zwar schwanger, soll aber trotzdem mal trainieren. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, das wären jetzt unsere Intelligenzbestien, die wir auf jeden Fall zusammenbrauen wollen. Und du kannst auf jeden Fall so lange wieder arbeiten gehen, bevor du dich hier willkürlich mit irgendjemandem vermehrst.
Das ist auf jeden Fall nicht sollst, nicht von Anfang an auf jeden Fall. Da gehst du rein und dann sind wir hier auch durch. Wir werden heute übrigens 3 Minuten länger machen, weil ich am Anfang so viel gequatscht habe. Macht euch da mal keine Sorgen. Hier wird keine Zeit verschwendet von euch. Es geht nämlich immer weiter. So, wir haben eine Aufgabe gelöst. Bams! Okay, ich find solche Quest ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Man sammelt Kronkorken, um Kronkorken zu verdienen. Warum? Warum fehlt uns 2 Wasser? Waren die wieder zu geizig, um 2 Wasser rauszugeben, oder was? Bekommen wir so eine ungerade Zahl? Tatsächlich, wir bekommen so eine krass ungerade Zahl. Gut, sammeln wir ein und gucken, was unsere nächste Quest ist. Sammle 550 Nahrung. Freunde, das ist abwechslungsreich. Das ist mal richtig abwechslungsreich. Ich meine, Nahrung hatten wir noch nicht. Wir hatten bisher Strom und Wasser. Da kann man ruhig mal zu Nahrung wechseln. Wenn man denn lustig ist. So, wie sieht's mit unseren Sachen... Habe ich gerade nicht drauf gedrückt. Wie sieht's mit unseren Sachen aus, die wir verkaufen möchten? Du kannst weg, du bist scheiße. 1 bis 5? Okay, seltsame Waffe. Sehr seltsame Waffe. Haben wir hier irgendwas zum Verkaufen? Aber wir haben eine Militärkleidung. Und du, Madame, möchtest bestimmt Militärkleidung tragen. Habe ich doch gewusst. Auf jeden Fall haben wir die Zeit massiv reduziert. Wir brauchen noch eine Intelligenzbestie, die da arbeitet. Ich glaube, die hatten wir rausgeschickt ins Ödland, ne? Aber wir haben bestimmt mehr. Intelligenzbestie, sage ich schon. Ich meine, Allrounder, die jetzt zu Intelligenzbestien werden. Okay. Wir hatten auf jeden Fall mehrere, das weiß ich. Du warst es nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Hä? Du warst nur Runner, ne? Genau. Intelligenz 2, genau das brauchen wir. Insofern sie hier nicht unglücklich werden. Ist alles gut. Übrigens, krankheitsmäßig ist meine Krankheit noch nicht vorangeschritten. Ich hoffe ja noch, dass es einfach nur bei dieser Nasenscheiße bleibt. Mehr habe ich nicht. Gut, ich hatte heute zwischendurch mal Kopfschmerzen. Aber ich fühle jetzt keine Erkältung. Ich fühle mich jetzt nicht schwach. Meine Nase läuft ein bisschen okay. Ich muss aber nicht husten. Alles ist in Ordnung. Außer, dass meine Kehle gerade sehr, sehr trocken ist. Aber die 10 Minuten halte ich noch durch. Da ist alles gar kein Problem. So, wir haben als nächstes den Fitnessraum. Ich glaube, das war der, den wir überhaupt gar nicht brauchen mit der... Was war das? Wahrnehmung. Keine Ahnung, was ich mit der scheiß Wahrnehmung soll, ey. Aber egal. Wir brauchen auf jeden Fall einen von euch Dudes da unten, damit wir beides kriegen. 1:16 sind sie unterwegs, bis sie das Level abkriegen. Die sind schon mehrere Stunden, wahrscheinlich ja 6 Stunden 27. Uns kann das aber nichts ausmachen, weil wir sowieso erstmal täglich aufnehmen. Jedenfalls derzeit, wir sind ja wieder unter der Woche, ist ja... Bei mir ist das Montag, bei euch ist Dienstag, ihr habt's gut, ihr seid einen Tag näher am Wochenende dran. Und ich, dämlicher Vergangenheitszero, hänge hier am Montag und meine Nase läuft. Tut mir leid, dass ihr das ertragen müsst. Übrigens, wenn ich es geschafft habe, kam ja heute um 12 Uhr eine kleine Spezialfolge von Fallout Shelter. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, weil... Ja, nicht, dass ich irgendwie gleich in einer Stunde plötzlich abkacke und im Bett liege. Ansonsten versuche ich mein Bestes, sodass heute quasi 2-mal Fallout Shelter gekommen ist. Wobei das eine besondere Folge war. So, wir haben neue Sachen gefunden und zwar ein rostiges Luftgewehr. 0 bis 1 Schaden. Unglaublich geil. Nach 20 Schüssen kannst du sogar eine Dose auf dem Zaun treffen. Boah, heftig. Die Waffe will ich unbedingt zu Hause haben. Die unzuverlässigste Handfeuerwaffe im Ödland. Viel Glück. Sehr tolle Beschreibung. Wer legt sich denn sowas zu? Mein Auge tränt, ey. Hat weniger Wumms, ist aber trotzdem eine zuverlässige Handfeuerwaffe. Oder 10mm Pistole, die meistgefundene Handfeuerwaffe im Ödland. Schön zu wissen. Oder auch nicht. Richtet mehr Schaden an und ist frisch geölt. So wollen wir es sehen. Aha, eine verbesserte mit frischem Öl. Ein rostiges Repetiergewehr haben gefunden. Der Hebel steckt zwar manchmal fest, die Leistung auf große Distanz ist aber trotzdem solide.
Okay, und die verbesserte Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. Mit einem besseren Zielrohr. Sorry. Es fühlt sich an, als hätte ich Staub in der Lunge, ey. Kannst du Bösewichte wie ein Profi ab. Was knallst du Bösewichte wie ein Profi ab, hä? Gerade sehr seltsam gelesen. Wir sollten erstmal ein paar Sachen einsammeln, bevor wir weiter gucken. Okay. So, lassen wir mal Kakerlaken sein. Wir müssen ja Kronkorken sammeln. Da wollte ich hin, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Da. Abgesägte Schrotflinte haben wir gefunden. Die bevorzugte Waffe von Ödländern. Auch wenn die 10mm am häufigsten gefunden wird, nehmen wir mal an, dass die bevorzugt wird. Und diese 1 bis 5 ist eine Spezialwaffe. Ihr seht schon, der Hintergrund ist hier grün. Das heißt, die Waffe ist lame. Hier ist sie blau, das heißt, diese ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich hätte mir was zu trinken vorbereiten sollen, ich bin hier gerade am krepieren. Heftige Mannstoppwirkung in einem handlichen Paket. Okay. Haben wir noch etwas Geileres gefunden? Black Hawk? What? Puste einem Behemoth den Kopf über das halbe Ödland weg. Wer hat denn Black Hawk gefunden? Alter. Kleinen Moment. Du warst es nicht? Du auch nicht? Hä? Aber Black Hawk schon da? Habe ich gerade irgendjemanden in die Hand gedrückt? Da ist sie doch. Das heißt, ich habe sie mitgebracht. Ah, dann sollte ich sie aber auch bekommen, ne? Wobei, wenn ich sie mitgebracht habe, dann dürfte die Black Hawk schwächer sein als das rostige Lasergewehr. Ich bin hier gerade am krepieren, Freunde. Ich habe nichts zu trinken. Oh mein Gott. Gut. Merke dir, wenn du irgendwas aufnehmen willst, stell dir bloß etwas zu trinken hin. Gerade wenn du dich ein bisschen kränklich fühlst. Immer etwas zu trinken bereithalten. Alter Schwede, ich bin hier kurz vom krepieren. So, wir hatten noch ein paar Klamotten. Eine Lederrüstung haben wir gefunden, die legendäre Rüstung des größten Ödlandhelden. Okay, legendär erscheint sie mir jetzt nicht gerade, aber gut. Die Unteroffiziersuniform. Wenn du das trägst, hört man dir vielleicht sogar zu. Vielleicht. Okay, toll. Das kennen wir schon. Haben wir irgendwas richtig Cooles gefunden? Oh. Ach da. Eine Gefechtsrüstung. Die bevorzugte Rüstung von Ödland-Söldnern. Ah, okay. Gut. Das hätten wir dann damit geschafft. Und ich möchte jetzt, ich hab's vergessen. Was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, ich wollte irgendwas bauen oder so? Ich hab's vergessen, Freunde. Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich gerade unbedingt machen. Das habe ich mir gerade vor 3 Minuten gedacht. Bevor ich hier gemerkt habe, dass ich kurz vorm Verrecken bin. Und das war... Oh mein Gott! Ich bin so unfähig, Freunde. Wir werden Folgendes tun. Wir werden... einen Generator bauen, diesen da platzieren und den lassen wir da erstmal stehen. Denn dahinter kommt eine Baracke, wir dürfen nämlich keine Lücken lassen, wir müssen sie durchbauen. Und diese Baracke löschen wir. Da gehört nämlich ein Lagerraum hin. Bin ich blöd? Packen wir auch gleich mal einen Lagerraum hin, dann haben wir erstmal genug Lager für eine Weile und alles ist gut. So. Also manchmal fühle ich mich echt ein bisschen blöd, ne? wir hatten hier doch noch einen Jungen bekommen, ne? Hatten wir einen Jungen bekommen? Ich glaube schon, ne? Oder waren das nur Mädels, die wir bekommen haben? Luis, Anna?
schwören können, wir hätten noch einen Kerl bekommen. Sven Dittmeier. Okay, Bonnie Svensson kennen wir ja schon. Banshee. Ich hätte schwören können, wir hätten irgendwo einen Typen eingeteilt, der keinen Namen hatte. Allein schon Amber Müller. Das passt ja auf jeden Fall schon mal gut zusammen. Johannes Müller war richtig, ne? Ja, hört sich deutsch an. Ich glaube nicht, dass sie einen deutschen Namen hier ins Spiel einbinden möchten. Aber jetzt meine Liste hier nicht komplett vollständig. Ja, dann haben wir alle benannt. Gut. So, ich wollte auf... Genau. Ich erinnere mich. Ich wollte Leute losschicken, bevor die Folge endet. Und zwar... suchen wir uns die Leute mit dem höchsten Level. Das ist einmal Johannes Müller. Du darfst losziehen ins Ödland, ausnahmsweise mal. Kriegst zwei Stimpacks mit und einen davon. Dann ziehst du los. Der nächste der Kandidaten ist Benjamin Lee. Du darfst natürlich auch raus, kriegst du zwei und einen. Und der letzte im Bunde ist Amy Grant. Du darfst auch losziehen. So. Damit hätten wir sie losgeschickt. Die Jungs sind hier alle noch unterwegs. Eine Stunde, zwei Stunden unterwegs. Okay, und 44 Minuten. Alter, du bist ja nicht mal wirklich weit gekommen. Sie hat einen wilden Ghoul getroffen bei zwei Stunden. Krass. Gut, Freunde, ich würde sagen, bevor ich hier jetzt sterbe, ihr muss unbedingt was trinken. Sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh Gott, Hilfe.